Ein großer Tag und vor allem ein großer Augenblick für tausende Besucher am Wiener Rathausplatz. Der Christbaum aus der Steiermark, genauer gesagt aus Bruck an der Mur, wurde in ein Lichtermeer getaucht. Stolz sind sie allemal, die Steirer der Bundeshauptstadt ein Weihnachtsgeschenk machen zu können. Ja, es ist ein sehr hebendes Gefühl und wir haben eine große Freude, dass dieses Mal in diesem Jahr ein Baum aus unserer Stadtforst hier zur Aufstellung gekommen ist. Ja, es hat so ausgesehen, dass es sehr leicht wird, wenn wir der Stadt Wien etwas schenken wollten, dass es auch angenommen wird, dass es da Vorschriften gibt, dass es da richtige Hürden gibt, das haben wir nicht angenommen. Letztendlich hat es sich aber geglättet und nun sind wir froh, dass wir hier sein können. Ja, es ist wunderschön, dass wir von der Steiermark auch Zeichen setzen können, dass wir unsere Höhen auch in die Bundeshauptstadt tragen können und bringen können. Und natürlich ein wunderbares Gefühl, an diesem romantischen Vorweihnachtsabend hier sein zu können. Und ich bin natürlich auch gerne mit der Abordnung unserer Stadt hergekommen, um dieses besondere Fest hier mitzuerleben. Mit Spannung und großer Vorfreude wartete man auf den Moment, an dem der steirische Landeshauptmann den Baum entzündete. Viele tausend Menschen aus allen Himmelsrichtungen wollten sich diesen Augenblick nicht entgehen lassen. Auch gekrönte Häupter waren dabei. Der Wiener Bürgermeister ist den Steirern sehr verbunden. Generell gesehen freuen wir uns jedes Jahr über diesen Baum aus den Bundesländern, denn er zeigt so eine auch emotionelle Verbundenheit zwischen den Bundesländern und der österreichischen Bundeshauptstadt. Und heuer freuen wir uns natürlich, dass wir die Steirer hier haben. Da verbindet uns ja sehr viel, das Wiener Wasser, der Urlaub, das Steirerfest, also sehr, sehr viele Dinge. Und schön, dass die Steirer heute da sind. Der große Augenblick rückt näher. Der Landeshauptmann der Steiermark durfte den 30 Meter hohen Weihnachtsbaum aus dem Stadtforst von Bruck entzünden. Die Augen der Besucher leuchteten und die Herzen gingen auf. Die Steirer haben den Wienern einen Baum aufgestellt. Ja, deswegen sind wir wahrscheinlich für Sie immer wieder mal die Wilden hinterm Semmering. Aber in Wirklichkeit geht es um eine wunderbare Symbolik des Miteinanders der Bundesländer mit der Bundeshauptstadt. Es gibt hin und wieder mal Reibereien, wenn das zentrale, dominante Wien natürlich seinen Standpunkt vertritt, aber in Wirklichkeit wissen wir, dass wir das Lieblingsurlaubsland der Wienerinnen und Wiener sind, dass man unglaublich gerne zu uns in die Steiermark kommt. Wir dürfen hier den Steiermark-Frühling jedes Jahr veranstalten, wo wir unsere Regionen hier am Rathausplatz toll platzieren können. Für den Landeshauptmann der Steiermark eine zusätzliche Freude. In der Beliebtheitsskala der österreichischen Landeshauptleute nimmt Wobes den dritten Platz ein. Er errang sozusagen die Bronzemedaille. Ja, das habe ich bei der Olympiade 76 in Innsbruck nicht geschafft, da bin ich nur Achter geworden. Natürlich ist es ein schönes Zeichen, wenn man verspüren darf, dass Politik der Reformen scheinbar doch geschätzt wird. Mit der Festbeleuchtung des Rathauses ist Vorweihnachtsstimmung aufgekommen. Der Brucker Bürgermeister, der Vater der Geschenksidee, strahlte ähnlich wie der steirische Weihnachtsbaum. Und ich bin rundum zufrieden. Es war keine einfache Geburt, alle zu überzeugen, dass wir eigentlich den schönsten Baum haben. Aber jetzt steht er am Wiener Christkindlmarkt und mir gefällt das. Und diese Bilder wird man lange nicht vergessen.